schönen guten Abend auch von meiner Seite. Thomas Humitsch ist mein Name und ich begrüße Andrzej Wendrychowicz. Er hat mir schon gesagt, ich werde das sowieso falsch aussprechen, von daher ich werde jetzt immer nur noch von Andrzej sprechen, zumal wir uns schon eine Weile kennen, wir duzen uns. Obwohl im HPD wird sowieso geduzt, wie ich heute gelernt habe. Andrzej ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der polnischen Rationalisten, ist Gründer der polnischen Plattform Ethik für die Schule, aktiv im Komitee für die Verteidigung der Demokratie und ganz nebenbei auch noch HPD-Autor. Ich habe Andrzej kennengelernt 2011, damals war er in Berlin auf Einladung des Humanistischen Verbandes und berichtet über die Arbeit der Rationalisten. Seit 2011 ist in Polen eine Menge passiert, man kann das im Detail alles auf dem HPD nachlesen, natürlich. Unter anderem wurde die größte Jesus-Statue der Welt errichtet, die katholische Kirche hat ihren ohnehin schon großen Einfluss weiter ausgebaut, die Kirchensteuer wurde wieder eingeführt und mit der PiS ist eine nationalkonservative und religiöse Partei inzwischen an der Macht. Und jüngst konnte nur dank eines breiten zivilgesellschaftlichen Engagements die Verhärtung des ohnehin schon rigiden Abtreibungsrechts verhindert werden. Andrzej, du hattest damals schon graue Haare, ich habe dich heute mit schlohweißen Haaren erwartet. Ich bin ja ganz froh, dass es so nicht gekommen ist. Du hast kürzlich im HPD geschrieben, dass die polnische Opposition ein neues Gesicht hat. Wie sieht dieses Gesicht denn genau aus? Das neue Gesicht, das sind die Gesichter von schönen Frauen. Vielleicht haben Sie gehört oder gelesen über sogenannten schwarzen Protest. Hier in Berlin waren auch so Unterstützungskundgebungen. Und jetzt, nicht nur ich, aber sehr viele Polen haben erst jetzt Hoffnung gewonnen, dass wir schaffen, diese Macht, diese nicht nur konservative, aber schon nationalsozialistische Macht zu vertreiben. Und die Frauen sind so zornig. Die haben so gespürt, ihre Kraft, die schaffen. Und mit den Frauen schaffen auch die Männer. Nationalsozialistisch ist ein großes Wort. Ja, das habe ich nicht, habe ich ganz gezielt gesagt. Gut, oder nicht gut. Denkst du, dass diese Kräfte, die sich da zusammengetan haben, denkst du, dass die auch tragen in anderen Konflikten und anderen Fragen, die in Polen aktuell auf der Tagesordnung stehen, oder ist es vielleicht tatsächlich, gerade weil es junge Frauen sind, die es sehr persönlich betrifft, vielleicht doch nur beschränkt auf diese Abtreibungsdebatte? Ja, das war zum ersten Mal vor, glaube ich, 2 Wochen. Also die erste Kundgebung war, das Thema war nur die Abtreibung, also Verschärfung des Gesetzes. Aber jetzt, dieses Wochenende, Sonntag und Montag, sind schon viele politische Postulate erschienen. Und sogar war eine Veranstaltung in Warschau, die hießen sich Episkopat der Polinnen. Und da war ein Marsch in Krakowskiej Przedmieście Straße, das ist in Altstadt, von einer Kirche bis andere, bis zur 4. und 5. Und vor jeder Kirche war Stopp. Und ich war mit dabei, aber vor allem waren die Frauen, haben dem Gastgeber in der Kirche gesagt, was wir über die Kirche in Polen meinen. Und was wurde da so gesagt? Also die Türen wurden geschlossen, zuerst damit uns nicht gehört, dass man uns nicht gehört drinnen in der Kirche. Aber die haben bestimmt das gehört. Und was habt ihr gesagt? Die Kirche? nein, das waren auch schlimme Worte mit dabei. Okay, lassen wir das mal so stehen. Nur ist es ja nicht so, als wäre Polen bekannt für sein liberales Abtreibungsrecht, sondern es war ohnehin schon eins der rigidesten in ganz Europa. Wie kam es überhaupt zu dieser absurden Idee, das jetzt noch zu verschärfen? Also die Idee ist sogar wahnsinnig, aber die Regierung, die PiS-Regierung, musste das machen, weil das war die Rechnung von der Kirche gestellt. Die Rechnung war von der Kirche gestellt. Die Kirche sagte, naja, bitte, wir wünschen uns, wir verlangen von der Regierung, dass dieses Gesetz sowieso repressiv jetzt noch repressiver wird. Und die PiS-Regierung hat riesengroßes Fehler gemacht, so ein Thema an die Debatte zu bringen, die so explosiv ist, für die Regierung, die das sehr schlimme Folgen haben. Die waren ganz einfach dumm, um dieses Thema irgendwie anzudeuten.
Die Peace ist nun inzwischen fast ein Jahr im Amt, hat die absolute Mehrheit im Parlament. Und eine der ersten Amtshandlungen im Parlament war es, die Wahl der Peace nahestehenden Verfassungsrichter zu beschließen oder die zu wählen. Im Frühjahr wurde dann ein Reformgesetz des Verfassungsgerichts verabschiedet. Man kann das im Detail wirklich alles ganz gut auf dem HPD nachlesen. Das ist recht kompliziert, auch was die Akteure da im Einzelnen tun. Und das Verfassungsgericht selber hat das Gesetz abgelehnt, weil es sagt, es ist verfassungswidrig. Die EU führt inzwischen ein Klageverfahren oder prüft, ob es Polen nicht das Stimmrecht entzieht. Ganz ernsthaft, was ist da los in Polen? Kannst du das irgendwie mal für Außenstehende zusammenfassen, in Worte fassen, was da eigentlich genau passiert? Das heißt, das Verfassungsgericht, hier wissen Sie bestimmt, was ist das, aber in Polen, die meisten Polen, wenn ich nicht sagen, die wussten nicht, was bedeutet Verfassungsgericht, aber das war kein Thema für die meisten. Das war so irgendwo im Sternen. Und jetzt, wenn PiS versucht, Verfassungsgericht zu lähmen, zu vernichten, jetzt haben die Leute kapiert, dass das der einzige Verteidiger ist, der einzige Schranke für die unbegrenzte Machtausübung von der PiS-Regierung. Und deshalb ist die Verteidigung von Verfassungsgericht ein Symbol für die Verteidigung von Freiheit geworden ist. Und wie es weitergeht, wahrscheinlich nicht gut, weil im Dezember, 19. Dezember, glaube ich, läuft Amtszeit von Verfassungspräsident ab. Und wahrscheinlich wird das eine Riesenkrise sein, weil der Präsident wird wahrscheinlich keinen Nachfolger bestellen. Das sind Spekulationen, nicht nur von mir. Auf diese Weise wird Verfassungsgericht nicht arbeiten können, weil in Prozeduren steht, dass nur der Verfassungsgerichtsvorsitzende darf die Arbeit von Tribunal leiten. Und wenn kein gibt, wahrscheinlich, das ist die Methode, Tribunal gänzlich zu nehmen. Wie wird das in der Gesellschaft diskutiert oder von den Medien? Gibt es da kritische Stimmen oder ist man inzwischen so lethargisch, dass man dem einfach nur noch tatenlos zuguckt? Also die Medien. Medien wurden inzwischen auch fast verstaatlicht. Das öffentliche Versehen wurde von PiS-Regierung total übernommen. Auf diese Weise, dass die meisten kritischen Journalisten wurden weggefeuert. Und jetzt die Hauptnachrichten zu hören, das ist noch schlimmer als zu Stalinzeiten bei uns. Das sind so große Lügen und Manipulationen, dass nicht zu hören ist. Aber viele Leute unterscheiden nicht leider die Lügen von der Wahrheit. Und viele Leute nehmen das als gute Münze. Also die Propagandawirkung von solchen nationalen Medien ist leider sehr groß. Mein Eindruck ist, dass problematisch durchaus auch ist, dass quasi Nationalismus mit Religiosität vermischt wird in der PiS-Regierung. Würdest du von einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend zu sprechen, der in Richtung Glaube, Hinwendung zum Glauben und zur Religion geht? Oder kannst du den nicht erkennen? Die Kirche hat riesengroße Macht in Polen. Die Kirche hat 33.000 Beamten, die von der Kanzel predigen, aber nicht nur predigen, Propaganda machen für die Regierung, für die gute Änderung, so heißt das Programm von der Regierung. Und es gibt viele, die das wieder das glauben. Aber jetzt werde ich mich schon wagen, die meiste Gesellschaft hat schon kapiert, dass die Kirche, wie soll ich sagen, vielleicht der größte Feind von der Gesellschaft ist. Und die Säkularisierung, also es wird, ich bin überzeugt, dass die Wirkung wird gegengesetzlich sein, also die Gegenwirkung wird, dass diese brutale Propaganda von der Kirche und die Regierung, die vor den Bischöfen kniet, wird die Polen nervös machen. Also die Polen werden dann sauer
und solche Idiotismen werden nicht mehr Gehör finden. Wenn die Medien das nicht mehr auffangen, gibt es eine alternative Plattform, wo Gesellschaft zusammenkommt, miteinander darüber diskutiert? Ich weiß, dass polnische Kunstschaffende und Intellektuelle machen mit ihren Werken im Moment den Eindruck, als gäbe es da eine offene Debatte. Mein Eindruck jetzt, wenn ich mit dir spreche, ist, dass es die eher nicht gibt. Ja, es gibt noch unabhängige Medien, zwei Fernsehstationen und eine Zeitung, die heißt Gazeta Wyborcza. Vielleicht haben Sie mal gehört. Gazeta Wyborcza, das ist die Zeitung, die noch zu Zeiten Erste Solidarność gegründet wurde. Und der Chefredakteur ist eine schon Kultperson, Adam Michnik heißt er. Er war der führende Oppositionelle zu den Zeiten vor der Wende. Und das sind die drei noch Säulen der unabhängigen Journalismus. Die anderen, meisten anderen Zeitungen wurden als entweder schon von der Regierung besetzt, also die Leitungen, die Redakteure, oder sind Konformisten. Bloß Konformisten, die schreiben das, was man die Machthaber hören möchte oder die Leser, die ich zuerst gesagt habe, die nicht unbedingt wissen, um was es geht überhaupt. Als du vor 5 Jahren in Berlin warst, ging es vor allen Dingen um die Unterstützung der Plattform Ethik in der Schule. Ja. Ihr benutzt, soweit ich weiß, Unterrichtsmaterialien des humanistischen Lebenskundeunterrichts, wie er hier in Berlin stattfindet. Wie weit seid ihr in eurem Engagement, Ethikunterricht in der polnischen Schule zu etablieren? Ja, zuerst muss ich sagen, wieso Ethik ist so wichtig. Ethik ist in der polnischen Schule als ein nicht pflichtiger Schulfach, genauso wie Religion. Religionsunterricht ist fast in jeder polnischen Schule und Ethikunterricht war vor 6 Jahren, wieso sage ich vor 6 Jahren? Vor 6 Jahren haben wir begonnen, dieses Projekt Ethik. In der Schule war nur in 300 polnischen Schulen. 300, das war ein bisschen mehr als 1%. Und in sechs Jahren unserer Tätigkeit ist jetzt 10-fach mehr, fast 4000 Schulen gibt es, dank Unterstützung von HVD natürlich. Und wieso wir kämpfen so um Ethik? Weil Ethik ist der einzige Schulfach, wo Fragen gestellt werden, wo die Kinder fragen. Und Fragen jetzt, bei jetziger Situation, überhaupt Fragen zu stellen, das ist schon total gefährlich für die Kirche, für die Religionslehre, aber auch für die Macht, Fragen zu stellen. Werden euch bestimmte Fragen von der Regierung gestellt? Oder anders gefragt, werden euch bestimmte Hürden in den Weg gestellt, die jetzt vielleicht auch neu sind unter der neuen Regierung? Oder könnt ihr ganz normal weiterarbeiten? Meinst du, Ethik in der Schule als Portal? Wir sind total unabhängig. Wir sind eine kleine Gemeinschaft von 8 Redakteuren und wir sind sogar nicht eingetragen in irgendein Verbandsregister. Also die haben wir benutzen auch keine Werbunggeber, also die finanzieren uns total alleine. Die haben auch praktisch keine Möglichkeit, uns irgendwie zu stören. Und es ist noch nicht die Zeit, dass man die Internetportale schließt. Hoffentlich, es kommt nicht dazu. Das heißt, sag uns kurz, wie es funktioniert. Ihr stellt Lehrmaterial auf der Internetseite zur Verfügung und Lehrer bedienen sich dort oder ihr schult Lehrer oder was genau passiert da? Ja, genau. Also die Unterrichtsmaterialien, die stammen vor allem von HVD. Das sind Lebenskunde-Unterrichtsmaterialien. Die Lehrer nutzen das. Wieso ist das wichtig? Weil es gibt so gut wie keine Ausbildung für Ethiklehrer in Polen. Es gibt natürlich Philosophiefakultäten, aber nur mit reiner Philosophie kann man nicht viel in Grundschule machen. Da kann man nicht über philosophische Systeme mit den Kindern sprechen. Aber im Lebenskundeunterricht gibt es solche wirklich wunderbare, von Fachleuten gemachte Unterlagen. Und das, ohne das werden die meisten Lehrer, ich übertreibe nicht,
Ohne das werden die meisten Lehrer überhaupt nicht diese Stunden, diese Lehrstunden organisieren und führen können. Seit die PISA in der Macht ist, ist die Kritik an Polen relativ leicht gemacht, zumindest wenn man sich mal in die Medien anschaut, wenn man sich mal in den Medien umschaut. Du hast auf dem HPG-Text veröffentlicht, wo du ganz dezidiert sagst, Polen, das ist nicht die polnische Regierung. Warum ist das wichtig und warum ist dir das vor allen Dingen wichtig? Ja, ich habe nur vor Jahren, vor einem Jahr, sehr oft gehört aus Deutschland, von deutschen Politikern, das ist innere Angelegenheit von Polen und wir dürfen uns nicht einmischen. Es war damals nur eine einzige Person, die dieses Unterschied machte, das war Europaparlamentsvorsitzender. Er sagte von Anfang an, die Regierung ist nicht identisch mit der Gesellschaft, ist nicht identisch mit dem polnischen Volk. Ich habe das in meinem Text nach HPD immer geschrieben und das möchte ich, dass Sie, vor allem Sie Humanisten, auch dieses Unterschied machen. Wenn ein Außenminister solche dumme Sachen redet, oder der Verteidigungsminister, ich will da voll im Klartext sagen, ein psychischer Vollidiot ist, dann muss man nicht, braucht man, soll man, darf man nicht gleichstellen, das ist Polen, das ist nicht Polen. Da sind ein paar wahnsinnige Leute, die das Land Richtung wirklich Diktatur, wirklich Nationalismus, ich würde sogar sagen, Richtung Faschismus steuern. Ich übertreibe nicht. Immer mehr Intellektuelle, immer mehr Journalisten schreiben das schon in Klartext. Und Sie hier, unsere Nachbarn, ich würde sagen, Sie dürfen nicht, Sie sollen nicht das nur beobachten. Wir brauchen Ihre Unterstützung wie zu Zeiten der ersten Solidarność in Ende 80er Jahre. Damals ohne Hilfe des Westens werden wir das auch nicht schaffen. Und jetzt schaffen wir auch nicht allein. Du selbst bist aktiv im Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Das klingt genauso grundsätzlich wie das, was du hier sagst. Sag uns trotzdem kurz, wer ist das und was macht ihr dort genau? Komitee zur Verteidigung der Demokratie hat von nichts entstanden. Über eine Nacht. Ein ehemaliger Oppositionelle hat einen Artikel in einer Presse, in einer linksorientierten Presse geschrieben. Wir würden brauchen ein Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Und ein gewisser Mateusz Kijowski hat dieses Text gelesen, hat eine Gruppe auf Facebook gegründet. Und am nächsten Morgen, wenn er wachte, waren schon ein paar tausend User. In ein paar Tagen waren schon zigtausend User. In ein paar Monaten waren viele tausende User Mitglieder von dieser Gruppe. Dann waren erste Demonstrationen, Veranstaltungen, Protestumgebungen. Und so ist Gott entstanden. Gott ist noch so jung, wir streiten uns intern noch. Sollen wir bloß Verfassungsgericht verteidigen oder es ist schon zu wenig. Die Leute verlangen von uns wesentlich mehr, von uns Gott. Die verlangen von uns, dass wir mehr entschieden gegen das, was in Polen passiert, protestieren. Aber ein Jahr leben, das ist sehr wenig für eine so massive Organisation. Ich habe dir jetzt viele Fragen gestellt, die dir allen Seufzen abverlangt haben am Anfang. Ich hoffe, meine letzte macht das nicht. Danach können Sie gerne noch Fragen stellen, wenn Sie möchten. Welche Bedeutung hat für dich der HPD als Medium? Und gibt es was, was du dir wünschst vom HPD für die Zukunft? Das, was ich sage, ist nicht nur deswegen, dass heute Jubiläum ist. Man sollte nur schöne Worte sagen. Aber ich glaube, das, was ich sagen möchte, als sogenannter Auslandskorrespondent von HPD, ich mache so Notizen aus Polen. Manfred Isemeyer hat mir so einen Vorschlag gestellt von fast einem Jahr und das mache ich gerne. Wieso? Weil so viele tausende Leser, so viele tausende User, so viele tausende Humanisten, die das lesen, das ist ein sehr breites und wichtiges Publikum oder
weiß nicht, ob das richtiges Wort ist, Zielgruppe, sagen wir, zu denen wir sagen können, dürfen und möchten, worüber ich jetzt gesprochen habe. Ich hoffe, dass über HPD immer mehr Leute hier in Deutschland, vor allem Humanisten, also die bestimmt für ihre Position gute Worte haben, dass diese Leser unser Appell hören werden für die Unterstützung in den Texten in HPD, in Veranstaltungen, dass sie die deutschen Politiker überzeugen, dass man darf nicht die Position annehmen, das ist die innere Angelegenheit von Polen. Nein, das ist keine interne Angelegenheit. Es passiert in Polen, ich werde wieder scharfe, sehr starke Worte verwenden, dass die Situation, die bei euch in 30er Jahren passiert, und ich übertreibe kein einziges Wort. Vielen Dank. Wenn es schwer zu verdauen ist, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Ja. Ja, wir erleben ja jetzt gerade eine Renaissance des Kalten Krieges. Mit Manövern an der Ostgrenze Europas, mit einer Verschärfung, mit Kriegsdrohungen sogar, realen Möglichkeiten, dass nicht so ein kalter Krieg, sondern sogar ein heißer Krieg entstehen könnte, von Syrien her. Und eine Verhärtung auf jeden Fall. Und Polen gilt eigentlich als einer der Falken, einer der Scharfmacher. Ich sage jetzt mal Polen, ja, also die polnische Regierung, aber auch nicht, ist erst, glaube ich, die PIS-Regierung. Sie hat immer gedrängt darauf, dass jetzt hier Raketenschussschilde gebaut wurden, Klammer auf, begründet damit, dass man das gegen den Iran bräuchte. Ne? So, und was mich jetzt interessieren würde von Ihnen, das ist ja eigentlich nicht normal. Eigentlich müsste Polen ja Interesse haben an einer guten nachbarschaftlichen Beziehung, nach Osten hin auch. Ist das in Polen so entstanden oder ist das von außen auch aufgedrückt worden? Ich denke da jetzt wirklich an die Thesen, die es gibt, dass das vom CIA teilweise gesteuert wird. Und es gibt ja gute Begründungen dafür. Also bestimmt bin ich kein Militärspezialist. Die jetzige Machthaber hetzen genauso, hetzen die Leute, die Bürger genau so hetzen auf gegen die Deutschen wie gegen die Russen. Für die ist total egal, welchen Feind ist besser für momentane Politik der Regierung. Und natürlich gute Beziehungen mit dem Nachbarn, mit Russland wäre gut. Aber wir hatten die Russen, oder nicht die Russen, die Machthaber von Moskau, die haben bei uns bis zum Jahre 89 regiert, oder dort wurde die Befehlszentrale. Und viele Leute haben das noch in der Erinnerung. Und jetzt, es reicht ein paar Worte, wenn der Verteidigungsminister sagt, hier ist der Feind, der Putin möchte Krieg. Er hat die Raketen in Kaliningrad gestellt und die werden auf euch, auf Warschau, auf Krakau gezielt. Und das reicht ein paar Worte, aus dem Nachbarn einen Feind machen. Aber ich sage, die Deutschen, von den Deutschen versuchen auch einen Feind zu machen. Man versucht auch die ein bisschen ältere Erinnerungen wach zu machen. Also für die Regierung ist nach bestimmt wirklich egal, wer der Feind ist. Diese Macht nähert sich von der Feindseligkeit. Gut, vielen Dank, Angelika.